Am Samstagabend wurden die Gewinner der 74. Filmfestspiele von Cannes gekürt. Die Goldene Palme ging an den französischen Beitrag Titan von der 37-jährigen Julia Ducournau, ein Fantasy-Drama. Titan ist erst der zweite Spielfilm der Französin und er dreht sich um eine Frau, die als Kind ein Titanium-Implantat im Kopf erhalten hat. Wie sich im Verlauf ihres wilden und von Gewalt geprägten Lebens zeigt, scheint sie dadurch zu einem Mischwesen geworden zu sein, das die Grenzen des Menschseins sprengt und auch nicht mehr auf ein Geschlecht festzulegen ist. Besonderer Aufreger des Abends war jedoch ein grober Fehler des Jurypräsidenten Spike Lee, denn er verkündete bereits zu Beginn die Goldene Palme, statt wie üblich bis zum Ende der Veranstaltung zu warten. Vermutlich verwechselte er die Verkündung des ersten Preises des Abends mit dem ersten und besten Film der Festspiele. Nach dem Fauxpas ging die Show jedoch wie geplant weiter. Aber Spike Lee zeigte sich nach der Gala entsprechend zerknirscht. Ich habe keine Entschuldigung. Ich habe es vermasselt. Ich bin ein großer Sportfan. Und es ist wie der Kerl am Ende des Spiels, der den Freiwurf vermasselt. Oder den entscheidenden Schuss. Es ist also unentschuldbar. Ich habe es vermasselt, ganz einfach. Und es tat gut, mit den Leuten von Titan zu sprechen und mich bei ihnen zu entschuldigen. Sie meinten, vergiss es, Spike. Und das bedeutet mir sehr viel. Ich danke ihnen. Mit dem US-Amerikaner Spike Lee war erstmals ein schwarzer Regisseur Jurypräsident. Die Filmfestspiele fanden unter Corona-Auflagen statt und wurden vom Mai in den Juli verschoben. Im vergangenen Jahr war das Festival wegen der Pandemie ganz ausgefallen.